Die Stadt Bielefeld. Im pittoresken Stadtteil Brackwede ist Deutschlands wohl durchtriebenster Massenblattmacher, Bildchef Kai D., aufgewachsen. Im Haus seiner eigenen Eltern. Kai D., ein gnadenloser Gossen- und Gulli-Journalist. Ein hinterbliebenen Ausquetscher und Katastrophenpornograf. Ein brutaler Klarnamen- und Opferfotoveröffentlicher. Kais Vater ist evangelisch, die Mutter Katholikin. Hier in diesem Haus führten sie ein Leben, bis Germanwings Flug 9525 in den Alpen abstürzte und ihr Sohn seine Reporter von der Leine ließ. Wie verkraften Eltern das? Wir sind hier, um das herauszufinden. Wollen wissen, was haben die Eltern falsch gemacht? Wie krankgeschrieben ist Kai D. wirklich? Es ist für uns nicht leicht, diesen Job zu machen. Schließlich leben hier Eltern mit ihrer eigenen Tragödie. Aber wir müssen es tun. Sonst könnten wir gleich unseren Presseausweis abgeben. Kai D. ist einer, der wildfremden Katastrophenopfern und ihren Angehörigen nachstellen lässt. Was machen die Eltern des Amok-Journalisten jetzt durch? Wir treffen hier in Bielefeld eine Expertin. Wie können Eltern mit dieser Realität leben? Ich denke, die Eltern wären gut daran beraten, ihr Haus vorübergehend zu verlassen und psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Doch haben nur die Eltern versagt? Wir nehmen die Straßenbahn, die schon der kleine Kai nahm, um eine sogenannte Schule zu besuchen. Diese Haltestelle war seine persönliche Endstation. Hier an der katholischen Marienschule der Ursulinen in Bielefeld-Schildische will Kai D. seine Werte fürs Leben vermittelt bekommen haben. Was wird denn hier eigentlich so gelehrt? Ich habe gehört, dass hier vorrangig Mobben, Petzen und Schlüssellochgucken unterrichtet wird. Mhm. Und im Sportunterricht nach oben buckeln und nach unten treten. Zurück nach Brackwede. Durch einen wichtigen Hinweis aus der Bevölkerung haben wir einen wichtigen Hinweis erhalten. Wie scheint, haben die Ds ihr Haus fluchtartig verlassen. Ich sichere jetzt nochmal die oberen Etagen. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Mir reicht's. Kamera aus.